Das war sowas von gar nicht gut. Wurde noch mehr hier kaputt gemacht? Nein. Und mein Dungeon-Herz ist immer noch... Der da nervt mich. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Und wisst ihr was? Geheimtüre. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Baut mir da einfach eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Verschlossene Geheimtüre hin. Dass mich die nicht mehr nerven können. Alles gut. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Mhm, sehr gut. Euer Zauberspruch Böser Blick wurde verbessert. Wie viel kostet denn ein Tempel? Der Tempel. Ein Ort der Anbetung, wo die Geschöpfe in eurem Dungeon die alten, finsteren Götter verehren können. Setzt ein Geschöpf hinein und es wird nicht nur fröhlicher, sondern erzeugt auch mehr Mana. So, ihr holt mir mal mehr Gold ran. Es ist Zahltag. Da haben wir ein verletztes Skelett. So. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Hier kann ich den Nebel des Krieges nicht benutzen. Da steht ein Tempel. Da steht einfach im Nirgendwo ein Tempel. Aber um zu dem zu kommen, müsste ich hier rausbuddeln und um das Wasser rum. Nee, lass mal. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Da. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ihr schlafen und ich erweitere meinen Schlafsaal noch ein bisschen. Während ich langsam den Tempel auch vergrößere. Kann ich dich schon hier reinwerfen? Die Götter haben euer Opfer angenommen. Ich habe gerade einen Teufler geopfert. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Du wirst auch geopfert. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Aber jetzt, wer nicht zufrieden ist, wird geopfert. So. Nichts mehr mit Nettigkeiten. Nemesis sieht so aus, als hätte er auch irgendwelche Probleme gehabt. Soll ich in die Richtung graben und hier das Heilen-Ding holen? Oder... Z
zu ihm hier komme ich ja leicht über dieses Wasser hier. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Ach, nebenbei, ich wollte ja hier noch Fallen aufbauen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Die Feuerfalle. Sobald sie ausgelöst wird, bedeckt sie einen großen Kreis mit einer gewaltigen Entladung magischen Feuers. Ja, das dürfte dann hier unten reichen. Obwohl, scheffelt mal weiter, wir brauchen noch mehr Geld, weil ich verbrauche ja jetzt gleich wieder was um den Tempel. So. Jetzt ist der Tempel groß genug. Jetzt können die meine Kreaturen dafür Mana beten. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir am besten an diesen Keeper rankommen. Ich schätze mal hier rüber. Also ja, ich denke mal. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Geht's hier durch oder ist hier eine Wand im Weg? Ja, geht's durch. Okay. Jetzt habe ich wieder einen unglücklichen Salamander. Naja, ich bin mal so nett. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Sehr schön. Und die Feuerfallen werden um einiges schneller gebaut als... Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Eine gut. Feuerfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Gut, gut. Ich denke mal, ich werde mich wirklich... hier reingraben. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Na, ist ja gut, dass Beben verbessert wurde. Du hast wahrscheinlich noch keinen Schlafplatz. Ihr zwei habt wahrscheinlich auch noch keinen Schlafplatz. Ihr besetzt mal für mich noch das Gebiet hier, dass wir den Schlafsaal noch etwas ausbauen können. Gefangennahme aus. Und helfen wir mal hier oben ein bisschen nach, indem wir das ganze Gold hier nehmen. Und das in die untere Schatzkammer verlegen. Also bis jetzt scheinen wir doch einen etwas besseren Stand zu haben, als wir vorhin hatten. Okay, die Schatzkammer ist voll. Dann laden wir das restliche Gold eben hier ab. Und bauen unseren Friedhof aus. Den haben wir ja etwas größer gemacht. So. Vielleicht noch das Casino. Euer Zauberspruch Gehirnwäsche wurde verbessert. Größern. Warum hat noch keiner die Geheimwand dahingestellt? Fragezeichen. Stellt mir bitte die Geheimtür da auf und schließt sie ab. So. Jetzt haben wir von der Seite Ruhe.
der Zauberspruch Gold erschaffen wurde verbessert. Ja, wie viel erschafft Gold, mein Gold erschaffen denn jetzt? Toll, 2000, 15.000 Mana. Das ist doch ein Witz. Na gut, jetzt brauchen wir den Gold erschaffen Zauber auch nicht mehr. Jetzt haben wir ja... Eigentlich kriegen wir durch die Edelsteinader genug Gold. So, den Zauber können wir uns auch noch holen. Und dann ist die Frage, wie machen wir das hier? Machen wir hier da die eine umständliche Brücke hin? Weil ich würde schon gerne über diesen Weg einfallen. Jupp. Schicken wir kurz einen Imp hier hin, der mal kurz für uns nachgucken geht. Passt auf, meine Söhne. Ich spüre, dass eine Invasion bevorsteht. Wenn ich recht habe, dürfen die Angreifer nicht mit dem Leben davonkommen. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Na, hier brauchst du nichts befestigen. Inferno wurde verbessert. Es ist aber schon mal gut, dass wir wissen... Wo hier die Gegner. Ein Zauberer ärgert sich, weil er kein Geld bekommen hat. Dann hol dir Geld. Und wehe, du willst abhauen. So. Du willst abhauen? Tschüss. Eure Geschöpfe rebellieren. Kann ich den... Große Monster, große Siege, ich liebe das. Es ist Zahltag. Naja. Sei es drum. Jetzt gucken wir mal, dass wir in diese Richtung vorwärts kommen. Wird hier noch... Nein, im Augenblick wird nichts abgebaut. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Welche denn? Ach so, ist der da drin gestorben. Naja. Ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Also langsam glaube ich nicht, dass das hier so der richtige Weg ist, oder? Gucken wir mal kurz. Nein, das sieht noch solider. Obwohl, da geht's noch weiter. Ich denke, da kommen wir auch hier hinten raus, wenn wir hier weiterbauen. Immer mal wieder ein Imp schnappen. Der gerade nichts zu tun hat. Warum, hier kam ja gar kein Imps was zu tun.